Hi, ist die Milena und ich stelle euch heute unseren neuen Spieler vor, Urosch Bundalo. Hi, herzlich willkommen. Welcome to Erlangen. Ich werde ihm jetzt ein paar Fragen stellen, das für euch übersetzen, weil er spricht noch nur Englisch. So, how was your arrival in Erlangen? Ich frage ihn jetzt, wie er in Erlangen angekommen ist. Ah, gut. Yesterday I come, now before I sign the contract, today I go to medical check, a little bit look at the town, and I know the people in the club, and that's it. Mm-hmm. I'm here. Also er hat erzählt, er ist gut in Erlangen angekommen, hatte jetzt den Medizincheck, hat schon die Leute vom Verein kennengelernt und ja, fühlt sich gut. Ich frage ihn jetzt, ob er schon die Gelegenheit hatte, die Stadt ein bisschen kennenzulernen. Did you already have the chance to visit Erlangen a little bit? No, before not. Now is the first time. I speak with people who works in the club. They say me everything what I need to know about Erlangen, about life here, and I have a really good first, first trip here. It's good, positive. Okay, also die Stadt konnte er sich noch nicht so richtig anschauen, aber die Leute im Verein haben ihm schon alles gesagt, was er wissen muss über die Region hier und er freut sich drauf, ist aufgeregt, es kennenzulernen. So, ich frage ihn jetzt, warum er sich überhaupt für den HC Erlangen entschieden hat. So, why did you decide to play for HC Erlangen? The people in club introduced me really good plan for the future and I see already now when I look at the team. It's really good, it's really dominant in second division and I congratulate the team because they play really good this year and they come to first league Bundesliga and also this was one of the most important things to I play in Bundesliga and that's all. Ja, also er hat die Entwicklung des Vereins verfolgt. Er freut sich drauf, hier zu spielen. Er sagt, die Leistungen der Mannschaft der letzten Monate in dieser Saison allgemein haben ihn sehr beeindruckt. Und ja, er freut sich drauf, hier loszulegen. Ich frage ihn jetzt, ob er mitbekommen hat, wie viele Supporters und Fans der HC Erlangen überhaupt hat. Have you already heard about the fact that HC Erlangen has a lot of supporters, a lot of fans, a lot of people visit the game, even in the second league? Yeah, yes, I see a few photos and videos, and also again people in club say me the club have really big support, and I cannot wait to play first game for Erlangen to see this atmosphere. Mm-hmm. Okay, also er hat schon Videos und Fotos gesehen, freut sich drauf, vor dieser Atmosphäre zu spielen und weiß auch, wie viele Fans und Supporters der HC Erlangen hat und weiß auch, dass es was Besonderes ist. So, die nächste Frage wäre dann, ob er sich hier spielerisch weiterentwickeln wird. So, do you think you will develop as a player, as an athlete here? Oh, sorry, I don't understand now. Do you think that you will develop as a player, as a handball player in Erlangen? Yes, normally. I think I have a big respect against Price. He now finished. I think he finished career. He is one of the most important players was here in Erlangen. So I have really big job to do here to replace him, and I will do my best, and I will hope I will help to the team to best results. What we expect. Also er ist sich sicher, dass es sich hier sportlich weiterentwickeln wird. Er weiß, er hat hier eine große Aufgabe zu übernehmen, freut sich drauf, ja, weiß, dass es sportlich für ihn auf jeden Fall weitergeht und ja. Nächste Frage ist, er hat ja vorher beim HBC Nantes gespielt und wie er die Entwicklung des HC Erlangen überhaupt von dort aus mitbekommen hat. So you played in France for HBC Nord. Did you recognize the development of HC Erlangen from there, or didn't you pay that much attention to German handball? No, I look all games on internet and this about Bundesliga. I also look a little bit of second division because in Minden we have a few Slovenian players, and then I look a little bit results. And I see and her Erlangen have really good plan for the future, and already we see this in the results. They come now to first division, and I can say it will be a really good project for this town and team and everything.
Also er hat den deutschen Handball auch von Frankreich aus verfolgt, damals auch in Minden, hat eben die Entwicklung des hat sehr lange mitbekommen und weiß, dass es sich um ein gutes Projekt hier handelt und freut sich auf die Aufgabe. Also er schaut alle Spiele online, checkt immer die Ergebnisse, interessiert sich also sehr dafür. Jetzt frage ich ihn, wie er die Entwicklung des Vereins für die kommenden Monate sieht. How do you think the club will develop in the next months and especially in the next season? But I think the team now don't have problem. I think they have a few 9 games to end of season. So normally they come to Bundesliga. This is next year. I think it will be a different story. Bundesliga it's a little bit higher level than second division. But I think with the players who come to the club and with this team who is really good already now, I think we can have a good place in first division of Bundesliga. Also er sagt, er glaubt, die nächsten Monate werden jetzt nicht mehr allzu schwer für den HC Erlangen, aber nächste Saison wird es eine andere Ausgangssituation sein, aber er glaubt, die werden jetzt keine Probleme haben, aufzusteigen. Er freut sich auch darauf, die nächsten Spiele zu verfolgen und genau. Die letzte Frage wäre dann, sein Vertrag geht ja 2 Jahre lang, ob er denn vorhat, Deutsch zu lernen oder ob er schon was kann. So, your contract is set for 2 years. Do you plan to learn German or do you already speak some German? Yes, of course, I will learn German. I learned a little bit already in high school, but I don't remember so good. But a few words and these basics I already know, but I promise I will learn fast. Okay, also er sagt, er wird auf jeden Fall Deutsch lernen, das gehört ja auch dazu. Ein bisschen was kann er, er hat es in der Schule gelernt, hat es aber schon ein bisschen vergessen von dort und er verspricht uns, dass er Deutsch lernen wird. Okay, thank you for the interview. No problem.